Immer Mana-Tränke aus Büschen ernten kann. Oh, es ist toll. Es funktioniert zumindest. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ah, da haben wir einen wieder Champion, der hat wahrscheinlich auch wieder so ein Kristall für uns. Und natürlich hat er das. Das ist doch logisch. Es fehlt nur noch einer. Springen die auch auf. Okay, die können auch auf Brücke springen. Aber dann sterben sie trotzdem. Ist da oben irgendwie noch einer drauf? Irgendwie müssen wir jetzt zu diesen Dingern hin. Ah, da ist noch so ein Strahlenfokussierer. Aber nice. Und ich habe gerade den letzten Champion gesehen. Den wir benötigen. Läuft da unten irgendwo rum. Hier erstmal haben wir den dritten bekommen und hier unten habe ich den, glaube ich, irgendwo gesehen. Das ist er, genau. Ja, damit haben wir den letzten auch. Und dann fehlt nur noch die Aktivierung von diesen komischen Dingern. Nur wüsste ich gerne, wo die denn nochmal sind. Zwei haben wir schon. Da ist das dritte. Gar nicht übertrieben, wie viele da kommen. Ja, gar nicht. Lebt er noch? Ja, da lebt noch einer. Gold und das Ding aktivieren. Und natürlich richtig hindrehen. Nein. Auch falsch. Das ist richtig. Alles klar, jetzt sehe ich gerade, wo der letzte sich befinden könnte. Wenn ich recht habe, müsste er genau auf der gegenüberliegenden Seite sein. Das heißt, ich muss da irgendwie hin. Geht es da auch? Da müsste der theoretisch. Oder da? Oder.
Oder da. Da könnte er theoretisch sein. Ja, ich habe so eine kleine Vermutung. Und zwar auf der nächsten Insel. Nee, auf der nächsten Insel. Kann man eine Brücke nehmen auf eine Insel, die dann zu einer Insel führt? Das ist unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht. Und da könnte er drauf sein, also das letzte Strahlengedöns. Und ich habe recht. Da ist das letzte. Und du stehst komplett falsch. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das ist richtig. Oh, der ist wütend geworden, weil ich Schätze gestohlen habe. Tut mir aber leid. So, das heißt, wir müssen in die Mitte. Den Weg habe ich ja schon entdeckt. Der hier nämlich, der führt ziemlich in die Mitte. Sehen wir mal noch diesen Gegner hier. Ein Champignon ist das. Und da, ach, den mussten wir eh besiegen wegen dem großen Kristall. Okay. Ich würde sagen, wie kommt man da hoch? Gibt es da eine Treppe hoch? Ach, das ist eine Treppe da, oder? Ja. Okay. Oh, ein Lichtstrahl und übertrieben. Viele Gegner wollte ich gerade sagen, aber scheinbar irgendwie doch nicht. So, da halte ich mal kurz das Spiel an, denn da kommen gleich viele Gegner auf mich zu und ich könnte theoretisch draufgehen. Mann, wieso sind denn so viele Gegner hier? Das finde ich aber nicht so schön. Auch noch so ein Champion, das ist gar nicht schön. Stirb, du blöder Gegner. Mana-Tragen, das mitnehmen. Ja, sei doch wütend, du Penner. Ich hasse dich auch. Bist du eigentlich jetzt irgendwie in einem. Nee, gut. Ich dachte nur. Hier sind ja immer so viele Gegner. Das ist nicht schön.
Ja, das war's jetzt aber, oder? So, leveln wir die erstmal. Du bekommst da einen Punkt drauf. Und du bekommst da einen Punkt drauf. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Kehrt nach Amanlu zurück und spricht mit Finala. Nach Amanlu. Karte. Das hier ist die Stadt Amanlu. Aber Finala haben wir ja hier irgendwie im Hügel gefunden. Hier so. Aber wir haben ja, damit wir nicht den ganzen Weg jetzt zurücklaufen müssen, natürlich die Möglichkeit, uns zu teleportieren. Und los geht's. So, dann save ich das Ganze. 100.000 Mal. Mal, wo ich hin muss. Hier ist sie. I cannot believe my eyes. The fires are out. Ich halte mein Wort. You were not always that way. I confess, I am amazed. Dragon hat sich verändert. Vieles geschehen seit unserer unletzten kleinen Streitereien Finala. Ja, das hat sich ganz komisch angehört. Well, the breach is fixed. You are free to go after the caravan, if that is still your intent. Ja, in welche Richtung sind sie gegangen? Gezogen. South. Snowbrook Haven is 3 days ride from here at a quick pace, but they were heavily laden with supplies for the resistance. They will still be on the road through the forest. Ist denn der Weg noch frei? Ich hörte vor meiner Abreise, dass es Ärger mit den Vaikesh gäbe. They have been up to their usual mischief no more. With the princess and 3 royal guards escorting the caravan, there should be little trouble. But the Vaikesh are not the weaklings they once were. You should take care if you plan to travel alone. Ich habe keine Angst. Before you run off. Ja. Let me go with you. I am more useful out there than I am here. And I want Valdis to pay for what he has done. Okay, sie will mit. Das Problem ist, es geht nicht. Also, wenn ich jetzt also gut, ich denke dran, wer das Sagen hat, diesmal hast du nicht das Kommando Finala. Kommt natürlich diese Meldung, dass das natürlich nicht geht. Das ist blöd, deswegen verzeih mir. Ja, Kapitel 4, die kündliche Karawane. In Akt 2, wir haben Safe, können wir jetzt machen. Konversation beendet. Ich glaube, wir können sie jetzt immer wieder mit. Ja, können wir. Wo müssen wir jetzt hin? Such die Karawane. Und wo ist die Karawane? Die suchen wir gleich. Erstmal gucke ich nochmal, ob ich die Möglichkeit doch habe, sich doch irgendwie mitzunehmen. Würde ich nämlich ziemlich schön finden. Vielleicht kann ich ja jetzt eine. Irgendwie bin ich jetzt Veteran geworden, warum auch immer, und kann jetzt auf einmal noch ein Mitglied mitnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja. This is all a nightmare. You will ja, ich wollte mal nur kurz vergessen. Das ist irgendwie blöd, du bist blöd. Kann ich nicht irgendwie. Das finde ich ziemlich asozial. Gut, dann würde ich...